So, eine weitere Folge steht an mit Control. Wir haben Dylan in der letzten Folge, naja, gefunden noch nicht, aber wir haben zumindest einen Streifzug durch Panoptikon mitbekommen. Und jetzt vorher mit Emily, denn Dylan ist wohl hier aufgetaucht. Endlich. Nach all den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Oh, aber bin ich zu spät? Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen, aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben, wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Mein Bruder. Oder nicht? Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig. Na dann. Sie gefährden uns, indem Sie einen Zischer hier. Zerr dich, Glück kommt. Weiße Pär, die gelb und rot erscheinen. Der Spiel, du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich, Glück kommt. Weiße Pär, die gelb und rot erscheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein. Wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst es was. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich, Glück kommt. Du bist ein Wurm, kriegst Shit. Die Zeit. Das Donnerlied verzerrt das dich. Das ist Glück Dylan. Kommt. Weiße Pär, kannst du mich hören? Rot erscheint. Oh, der komm schon, Dylan. Ich bin da. Dein Inneres an der Tür. Ich bin bei dir. Deine Finger durch die Oberfläche, das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich. Sag es. Du bist Dylan Fadens Schwester. Er spricht von sich in der dritten Person. Immer ein gutes Zeichen. Weißt du, wer du bist? Nicht Dylan. Trench und Darling haben dafür gesorgt. Ich bin P6. P6. Aber jetzt geht es mir besser. Dank dem Zischen. Drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Kannst du das lassen? Das soll wahr sein. Bitte. Nicht gerade das Wiedersehen, das ich erhofft hatte. Fühlt sich gut an, diese Worte zu sprechen. Ich will es so. Sie klingen gut. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Willst du sie nicht auch sprechen? Nein. Verdammt nein! Du musst mir helfen, das Ding aus meinem Kopf zu kriegen. Wenn er noch da drin ist, wenn noch was von ihm da ist, musst du mir helfen. Du! Wir haben dich das noch in dir hineingelassen. Du warst schon immer hier. Ein einziger Kind. Die Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Hör auf! Oh, Scheiße. Shit! Shit! Er kann nicht sehen. Das ist nicht sicher. Wir fanden Polaris zusammen mit meiner Schwester, als wir sehr klein waren. In Ordinary, in der Wüste, durch die Tür, die der Dia-Projektor geöffnet hatte. Aber sie half nicht, als Trench mich wegbrachte. Sie gab mir keine Kräfte. All diese Kräfte sind meine eigenen Kräfte. Sie half nicht, als sie mich jahrelang einsperrten. Am Liedende Zeit für Applaus. Wir konstruieren dich, bis nichts verbleibt. Das Ei bricht auf und die Wahrheit aus dir heraus. Du bist zu Hause. Die Behörde brachte den Dia-Projektor mit mir hierher und die Behörde tat, was die Behörde tut. Sie benutzten ihn. Und sie fanden?
Sie öffneten die Tür zum Zischen. Das ist das Einzige, für das ich Ihnen dankbar bin. Da! Da ist er! Wir stoppten das gewandelte Weltereignis in Ordinary, als wir den Dia-Projektor ausschalteten. Und jetzt ist der Projektor hier. Ein Ohrwurm ist eine Melodie, die man im Traum immer weiter summt. Baby, 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 yeah. Nur Plastik, so sicher. Keine Sorgen. Lustig. Ich begrüßte das Zischen. Ich ließ es rein, um sie loszuwerden. Das Zischen befreite mich. Polaris benutzt dich. Die Behörde benutzt dich. Du bist eine Marionette! Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Wenn wir den Dia-Projektor ausschalten, stoppt das vielleicht das Zischen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für meinen Bruder. Du musst die Wahrheit selbst sehen, Jesse. Schwester, die schreckliche Wahrheit über die Behörde. Das Zischen ist die bessere Option. Geh zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor. Ich habe die Schlüsselkarte dafür. Salvador wollte, dass ich sie bekomme. Wollte? Schwachsinn. Ich sah, was das Zischen mit Salvador gemacht hat. Was es aus ihm gemacht hat. Okay, Dylan. Ich gehe. Ich will die Wahrheit selbst sehen. Ich gehe. Aber nur, um den Dia-Projektor zu suchen. Du kannst mir helfen. Wir können das beenden. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich, Glück kommt. Weiße Peer, die gelb und rot erscheinen. Ich weiß nicht, was ich hier sonst noch zu finden hoffe. Dylan. Können wir reden? Ich möchte dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Das fängt ja gut an. Okay. Ich höre zu. Ich war wieder in Ordinary, bevor das alles passiert ist. Aber in meinem Traum war ich allein. Ganz allein. Ich war das einzige Kind. Ein Mädchen namens Jesse Dylan Faden. Aber dann kam die Behörde und nahm mich gefangen, brachte mich her, sperrte mich ein. Ist dir jemals aufgefallen, dass unsere Namen Jesse, Dylan, Mädchen und Jungennamen sind? Sie könnten beides sein. Ist das nicht komisch? Ich finde das komisch. Klar. Was zum Teufel war das? Will er mich verarschen? Wollte ich auch, hab ich mir gerade gedacht. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich. Glück kommt, weiß. Vielleicht ist Dylan noch da drin. Vielleicht kann ich zu ihm durchdringen. Kann ich bitte mit meinem Bruder sprechen? Dylan? Dylan möchte dir von einem Traum erzählen, den er gerade hatte. Das schon wieder? Ich sollte der neue Direktor der Behörde werden. Ich hatte dir hier einen Job verschafft, damit wir zusammen sein können. Du warst eine Aushilfe im Büro, hast Kaffee gekocht und die Post ausgetragen. Es gab immer viel zu tun. Und so sollte es auf immer und ewig bleiben. Es war schön. Richtig schön. Ansichtssache. Aber dann veränderte sich der Traum seltsamerweise. Und nichts war mehr wirklich. Es war ein Spiel. Wir spielten ein Spiel und es war scheiß langweilig. Aber wir konnten nicht aufhören. Dann veränderte er sich noch einmal. Oder vielleicht war das schon ein neuer Traum. Oder vielleicht verwechsle ich sie auch nur. Aber dieser andere Traum war eher ein Musical.
This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Something. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Vielleicht auch besser so. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das dort. Vielleicht kann ich von ihm mehr über das Zischen erfahren. Können wir reden? Ich hatte gerade einen interessanten Traum. Shit. Faszinierend. Aber können wir zur Abwechslung über das Zischen sprechen, ja? Dieser Traum handelte vom Zischen. Besser als gar nichts. In meinem Traum hatte sich das Zischen aus diesem Gefängnis befreit. Diesem Haus. Ich hatte es befreit. Der Präsident selbst hieß uns willkommen. Er nahm das Zischen als erster auf und verbreitete die Kunde. Zuerst dachten viele, dass das schrecklich sei, dass er schrecklich sei. Aber dann wollten viele, die seine Worte hörten, das Zischen auch willkommen heißen. Und langsam änderten immer mehr Menschen ihre Meinung, bis das Zischen die ganze Welt einte. Es war wunderbar. Okay, danke für diese Geschichte. Nur fürs Protokoll? Das wird nicht passieren. Nur bei meiner Leiche. Er hat ja noch was. Vielleicht will ich mich hier selbst bestrafen. Willst du über ein paar neue Träume reden, Dylan? Schön, dass du fragst, Schwester. Dieser Traum wirkte, wie alle Träume in letzter Zeit, sehr real. Wie die Wirklichkeit, die nun immer mehr wie ein Traum wirkt. Vielleicht ist sie das. Vielleicht ist alles real. Ein Traum, in dem mein Bruder mir unaufhörlich von seinen Träumen erzählt. Ich war an einem dunklen Ort und da stand ein dunkler Mann. Er hieß P. Ottal. Und er erzählte mir, dass es viele Welten gäbe. Nebeneinander, aufeinander, einige im Inneren von anderen. In einer Welt gab es einen Schriftsteller, der eine Geschichte über einen Polizisten schrieb. In einer anderen Welt existierte dieser wirklich. P. Ottal sagte, dass er selbst in allen Welten gleichzeitig war und endlos zwischen ihnen reiste. Ich wollte wissen, wie ich diese Welten erreichen konnte. Ich wollte das Zischen dorthin bringen. Aber er wollte mir nicht helfen. Ihm gefiel die Idee nicht. Dummkopf! Da kann ich ihn verstehen. Kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt. Gott! Kommt, weiß. Und noch einmal. Immer wieder schön. Lass mich raten. Du möchtest mir von einem Traum erzählen. Ja. Ja. Ich träume sogar gerade jetzt. Oh, das ist neu. In diesem Traum stehe ich in der Ecke und sehe Jesse und Dylan dabei zu, wie sie über den Traum sprechen. Über den Traum sprechen, hat er gerade gesagt. Und jetzt wiederholt er es. Ich stehe da und sehe zu. Mehr kann ich nicht tun. Als wäre ich hier gefangen. Und mehr habe ich zu diesem Traum nicht zu sagen. Okay, Dylan. Das ist gut. Ist er noch da? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Oder Zeit. Sind das die Psychospielchen des Zischens?
weiße Perle. Kann beides sein. Ich weiß es nicht. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Drücke deine Finger durch die Oberfläche, das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein. Oh Mann, der hat ja ziemlich einen an der Scheibe, einen an der Waffel, der Kollege. Eieieiei. Gut, was ist jetzt unser Plan? Der Schriftsteller war bestimmt wieder alle weg. Ich bin das Primärkandidatensystem. Ich würde aber gerne untersuchen den Schutzraum. Den Anker isolieren. Das würde ich gerne als nächstes machen. Und Dr. Underhill machen wir dann auch. Und die Zelle müssen wir auch machen. Oh mein Gott. Jede Menge zu tun. Ich würde sagen, Feind im Inneren machen wir als erstes. Da gucken wir, was das ist. Das geht mal gar nicht. Schnellreise. Hier ist das. Versiegelte Grenzbereich. Da. Der richtige Weg. Of course. Das ist der Schutzraum, den Wells mir gezeigt hat. Der mit dem Anker drin. Ja, genau, da toll. Bin ich... noch mehr Uhren. Bin ich ja bisher nicht rübergekommen. Jetzt müsste ich da eigentlich rüberkommen. Na dann... The fuck? Was ist das? Ja, Anker. Es macht noch mehr Uhren. Ist, wenn das, wenn der Kern offen ist. Ja! Nein!
Oh, fuck. Der Typ. Scheiße. Shit! Objekt. Da. Kein Wunder, dass die Ranger solche Probleme damit hatten. Ich hätte wahrscheinlich von Ort zu Ort springen müssen. Na gut, ich habe es jetzt an der Stelle gemacht. Ah! Scheiße! Fuck! Fuck! Ich hab losgelassen. Hast du gedrückt? Nein. Scheiße. Nein, das habe ich jetzt aber abgeschlossen, oder? Mission. Genau. Bin dann weg in den Raum Röntgenlichtbox, da habe ich noch keine Ahnung. Siehe nach, welchen Fortschritt Dr. Andel macht. Machen wir das zuerst. Ist ja auch gleich um die Ecke. Das Strahlwerkstatt, gibt es irgendwas Neues? Okay. Neue Fähigkeitenpunkte. Länger schweben. Schnellreise. Wo war denn das nochmal? Das war hier. Wahlabförderung. Parapsychologie. Und dann von der Parapsychologie nach unten. Nur den
den Weg nach unten finden. Na, keine Gegner? Oh, doch, da kommen sie. Oh nein. Hier sind wir wieder. Zum Glück den Fahrstuhl repariert, das heißt, ich kann jetzt hier auf jeden Fall schon mal Quatsch machen. Da ist einfach. Ah! Mal nach unten gehe. Fahre. Ich hasse Wachdienst hier unten. Hier ist es scheiße. Ich habe die Proben fertig synthetisiert. Was ist an Uhren so cool? Nehmen Sie diese Pille und suchen Sie dann die Quelle des Fungus. Nur so können wir rausfinden, wie er zu stoppen ist. Sie versprechen, dass ich kein wandelnder Riesenfungus werde? Die Pille verhindert eine Infektion durch den Fungus. Eine mysteriöse Pille schlucken, weil eine unhöfliche Frau im Schutzanzug es sagt. Ja, super Idee, Jessie. Was haben Sie erwartet? Ein Gaumenschmaus? Nicht der Geschmack, der Geruch. Es stinkt hier. Gut, die Pille funktioniert also. Je mehr es stinkt, desto sicherer sind Sie. Gehen Sie, finden Sie die Quelle. Haben Sie mit Emily Pope gearbeitet? Unsere Wege haben sich gekreuzt. Wir haben uns auf Darlings Initiative hin getroffen. Einen Kaffeeklatsch großer Geister nannte er es. Sie hat Talent. Ich kann mir vorstellen, dass sie es hier weit bringt. Da kommt sicher gleich ein Aber. Aber sie hat doch ein bisschen zu viel vom Feuerwasser der Behörde getrunken. Sie sollte sich trauen, alleine vorzupreschen. Wissenschaft ist Skepsis. Bevor die Wahrheit ans Licht kommt, muss man alles hinterfragen. Okay, die Alte ist auch nicht ganz bei Trost. Darling ist also ihr Chef? Wenn sie auf überholte Hierarchien stehen? Ja. Allerdings denke ich, dass unsere Gebiete zu verschieden sind, als dass wir uns gegenseitig managen könnten. Natürlich würde Darling am liebsten selbst eine Wunderlösung für die fungalen Frustrationen der Behörde finden. Er will immer den Helden spielen.
Erzählen Sie mir noch einmal, wie Sie an Ihren Job gekommen sind. Wie schon gesagt, wurde ich als Sonderberaterin eingestellt. Befristeter Vertrag, verstehen Sie? Gut, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe direkt nach der Universität eine Zeit lang hier gearbeitet. Nach einem Jahrzehnt zugegebenermaßen faszinierender Arbeit in der Grenzbereichsforschung und Regulierung wurde die Bürokratie erdrückend. Ich brauchte Veränderung. Natürlich war die akademische Welt nicht viel besser, aber... Und dann kam der Fungus. Vor circa 4 Monaten, ja. Die Behörde hatte keinen mehr in der Grenzbereichsanalyse ebenbürtigen Nachfolge gefunden. Darling und ich waren die Jahre über in Kontakt geblieben, hatten uns auf Konferenzen gesehen. Er rief an und ich flog her. Ich konnte einem Mann mit einer gefährlichen außerirdischen Biosphäre noch nie was abschlagen. Ich musste meine Stelle mitten im Semester verlassen, aber so war es eben. Sie ist also Professorin. Das erklärt einiges. Der Fungus scheint eigenartige Auswirkungen zu haben. In der Tat. Sogar Menschen sind nicht vor ihm gefeit. Der Fungus wächst in der Brusthöhle schnell heran und tötet den Wirt. Glücklicherweise muss man die Stiele verzehren, um sich zu infizieren. Den Fungus nicht essen. Okay. Wir haben die infizierten Körper nach der Autopsie immer verbrannt. Aber ich glaube, es könnte ein weiteres Reifestadium geben. Eine Blüte, sozusagen. Ich hätte nie gedacht, dass das Wort Blüte mal so schrecklich klingen würde. Danke für die Information. Faszinierend. Gern geschehen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese eine Akte X-Folge, wo Mulder und Scully von diesem Siliziumpilz angegriffen werden, der dann aus der Luftröhre rausschießt und dann dadurch die Menschen infiziert. Das war wirklich eine sehr eigenartige Folge, aber auch irgendwie cool. Mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Gut, ich würde sagen, ich mache mal hier einen Cut und dann werde ich mal gucken. Oh, ist schon wieder alles voll mit guten Schrott, ey. Den grauen Müll kann ich eigentlich mal wegmachen. Und dann würde ich sagen, mache ich hier Feierabend mit dieser Aufnahmesession und gehe jetzt nochmal schnell zurück und speichere da und ja, dann höre ich da auf, wo ich angefangen habe in dieser Aufnahmesession. Und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dann wahrscheinlich schon auf meinem neuen Rechner, würde ich jetzt mal von ausgehen. Vielleicht müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen schießen. So sieht's aus. Was ist das? Oh, hi.
die man nicht sparen können. Aber wenn ich das Spiel ausmache, dann speichert er sowieso an den Punkten. So, da la, liebe Freunde. Dann war es das mit dieser Folge und auch mit dieser Aufnahmesession. Und dann geht's beim nächsten Mal hoffentlich weiter. Also, bis dahin. Tschüss.